Leute. Hallo erstmal, ne? Wer ich bin, wisst ihr ja. Und was ich heute sagen wollte, und weiß ich nicht, die ganzen Autoverrückten und Autoliebhaber und Tuningliebhaber und die YouTube verfolgen und auch die ganzen Premium-Tuner, sage ich jetzt mal, also die geilsten Typen, ne? Und dazu gehört auch Philipp Kees mit seiner RS4 Limo, die leider abgebrannt ist. Da haben sich ja so viele dazu geäußert, ne? JP, Frankie von How Deep, Turbozalo und wahrscheinlich noch viele, viele andere. Und alles nur Autotuner. Ey, Respekt, super. Wahnsinn. Und jetzt meldet sich mal jemand, der kein Autotuner ist, aber total im Kopf auf alle Fälle, total autoverrückt ist. Wirklich autoverrückt, ne? Ich hab, naja. Wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Vor allem, ich liebe Autos. Das ist für mich, ja, hört vielleicht blöd an, ein Auto für mich fast mit einer Frau gleichstellen. Ne? Ich liebe Autos und Wahnsinn. Hätte ich die Möglichkeiten ne, würde ich wahrscheinlich genauso abgehen wie die Jungs. Ne? Und was ich geil finde, dass die Community so hinter Philipp steht und mit dieser Spendenaktion so viel Geld zusammengekommen ist, um ihm zu helfen, wieder, wie soll ich sagen, einen neuen RS4, eine neue RS4 Limo aufzubauen. Was ich wünsche es mir von ganzem. Ich hoffe, er macht es. Und noch geiler, weil das Auto jetzt war ja schon genial. Und ich ziehe mir mein ganzes Wissen, was Autos angeht, aus diesen ganzen YouTube-Videos. Ne? Im Speziellen genau die Jungs, die ich gerade erwähnt habe und noch viele andere. Da gehört auch ein Sidney Huffman dazu und Franz Simon und PP Performance und Levella und da könnte ich noch etliche aufzählen. Ne? Ich liebe die Jungs so aus dem tiefsten inneren Autofanatikerherzen. Ne? Weil wenn man Autos liebt, dann liebt man auch diese Jungs, ne? Was die da auf die Beine stellen und was die überhaupt machen. Das ist Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Das ist das Nonplusultra des Autos, der Tuning-Szene. Und ich wollte einfach nur mein, ja, hört sich vielleicht blöd an, mein aller herzliches Beileid mitteilen, ausdrücken zu dem, was passiert ist. Wichtigste ist, Philipp ist nichts passiert. Auto ist halt nur Material, ne, ist ein Gegenstand. Aber trotzdem, er ist ein Gegenstand, der ihm am Herzen hängt. Er ist, das war sein Baby, sein Ein und Alles. Und ich verstehe es auch, wie er fühlt. Ich fühle mit ihm, weil ich habe das Auto vielleicht nicht von Anfang an bis zuletzt verfolgt, aber Großteil habe ich mitverfolgt, wie er das Ding aufgebaut hat und wie er uns erklärt hat, wie er es gemacht hat und was er gemacht hat und na, überhaupt. Ne? Und deswegen auch diese Spendenaktion, wäre ich nicht so eine arme Sau, wie ich leider bin, ne, würde ich ihm auch gerne was spenden, aber naja, man weiß ja, ich bin armer Hartz-IV-Empfänger. Was soll's? Ja, auf alle Fälle wollte ich einfach nur dazu sagen, Philipp, lass dich nicht hängen. Bau einfach die nächste RS4 Limo auf und du, ich weiß ganz genau, du machst sie noch geiler wie die alte. Und die alte RS4 Limo war schon, ne, die Macht. Ja. Mehr weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall genial. Junge, du machst das, du rockst das. Und alle glauben an dich, alle vertrauen dir, was das angeht. Und ich freue mich schon auf die nächsten Videos von dir, damit ich noch mehr lernen kann, was Autos angeht. In diesem Sinne, schöne Grüße, euer Elvis.